Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu diesem Video. Heute möchte ich über die Module Sigmoid und RGB Primärfarbe sprechen. Die beiden Module sind neu, beziehungsweise Sigmoid gibt es schon eine ganze Weile. Allerdings wurde es jetzt mit der 4.6er Version eben hier um diese RGB Primärfarben erweitert. Und zusätzlich gibt es eben auch das Modul RGB-Primärfarben. Die beiden Dinger sehen erstmal gleich aus, haben aber unterschiedliche Funktionen. Und ich möchte in diesem Video eben erklären, was man wann nutzt und wozu man das nutzen kann. Erstmal, weil die gleich aussehen. Es gibt auf Pixels US eine Diskussion von dem Benutzer Flannelhead, das ist wohl der Entwickler von dem Modul Sigmoid, und er erklärt hier den Unterschied im Prinzip zu den Module. Den Link setze ich unten in die Videobeschreibung rein. Da kannst du dir das mal durchlesen, kannst es dir übersetzen lassen, wie auch immer. Er sagt, dass der Programmcode der gleiche ist. Die Funktion ist aber eine andere. Jetzt eine kleine Exkursion in Richtung Programmierung. Und zwar, seit jeher verwende Programmierer, also gerade im Bereich der freien Software, also sagen wir, Unixoide Systeme, also das, was vor Linux noch war, wenn da ein Netzwerker oder ein Programmierer, wenn der irgendein Tool gebraucht hat, dann hat er sich das im Prinzip mal schnell geschrieben. Ja? Ich bin kein Programmierer, drum ich kann da nicht mitreden, aber es war wohl so oder ist wohl immer noch so. Auf jeden Fall ist dieses Tool, dieses Werkzeug oder dieses Programm, wenn es unter einer freien Lizenz ist, ja im Prinzip für jeden weiter nutzbar und auch anpassbar. Und drum gehen die Entwickler eben teilweise her, da ist gerade ein Traktor vorbeigefahren, ja, drum gehen die Entwickler eben her und greifen auch auf Softwareteile von anderen Entwicklern zurück. Ja, so. Im Prinzip hat man hier wohl nur auf die Funktion der Regler, sage ich jetzt einfach mal, oder halt wie das aussieht, darauf wurde zurückgegriffen. Also ein Bestandteil davon ist einfach gleiche Programmiertechnik. Das steht auch in dieser Diskussion drin. Ja. Und ich möchte da jetzt einfach nicht weiter tiefer eingehen. Die Module haben unterschiedliche Aufgaben, und weil sie halt gleich aussehen, keine Ahnung, es ist halt einfach so. Die Entwickler werden sich was dabei gedacht haben. Um es ganz grob und einfach zu sagen, wann man welches Modul benutzt: Sigmoid ist ja dazu da, gleich wie Filmic RGB oder die, ja, bei der Basiskurve auch, schimpft sich Anzeige-Transformationsmodul. Gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Mit Sigmoid oder Sigmoid nutzt man bei vorhandenen Lichtstimmungen, und RGB-Primärfarbe kann man nutzen, um bestimmte Lichtstimmungen zu erzeugen. Drücke ich es einfach mal so aus. Ja? Und ich erkläre oder zeige auch gleich, was ich meine. Also wie gesagt, RGB-Primärfarben, das Modul, ich sage jetzt mal, ist ein künstlerisches Modul. Damit kann ich eine Stimmung erzeugen. Das Modul Sigmoid nutzt man, um den Dynamikbereich zu komprimieren, um eben bei bestimmten Lichtsituationen ein vernünftiges Ergebnis erzielen zu können. Also wie gesagt, das Modul Sigmoid ist wie Filmic RGB
ein Anzeigetransformationsmodul. Damit kann man eben den Dynamikbereich komprimieren. Beziehungsweise es gibt ja den anzeigebezogenen Workflow unter Darktable und den szenebezogenen Workflow. Und je nachdem kann ich eben Filmic, RGB, Sigmoid oder die Basiskurve, die es eigentlich ursprünglich bei Darktable gab, beim Import von den Bildern nutzen. Und zwar kann man hier unter den Voreinstellungen, ich mache erstmal das mit, dass nur ein Dunkelkammermodul angezeigt wird wieder, unter Bearbeitung kann ich auswählen, welchen Workflow ich nutzen möchte. Also bei keinem, da wird, also wenn ich hier keinen auswähle, dann wird keine Basiskurve, kein Modul Filmic RGB oder kein Modul Sigmoid gleich mit am Anfang geladen. Das szenenbezogene Workflow ist eigentlich mit dem, wo man arbeitet. Da kann ich auswählen zwischen Filmic und Sigmoid. Und beim anzeigebezogenen Workflow zieht er eben die Basiskurve an. Ich habe dazu aber auch schon mal ein Video gemacht, die Unterschiede bei den Workflows. Bisher war es eben so, oder ursprünglich war es so, dass man mit der Basiskurve gearbeitet hat und dann wurde Darktable erweitert. Das war irgendwie bei einer Dreier-Version, wo es dann eben Richtung szenebezogenem Workflow geht. Wie gesagt, da gibt es auch ein Video dazu. Dann hat man eben Filmic RGB genutzt und jetzt weiß ich nicht, bei Darktable 4 oder so kam als erstes mal dieses Modul Sigmoid mit rein und mittlerweile, man kann es eben auch als Workflow starten. Ich habe das darauf so eingestellt, dass immer wenn ein Bild neu geladen wird, wird es eben mit Sigmoid geladen. Ich schiebe das hier mal auf die Seite. Dann brauche ich nochmal, gehen wir nochmal in den Leuchttisch rein. Wenn ich den Verlauf stapel, setze mal den nochmal zurück. Und wenn ich das ein Bild frisch in die Dunkelkammer lade, dann zieht er mir eben das Sigmoid als szenenbezogene Vorgabe mit an. Es steht auch in der Dokumentation, dass man nicht beide Module zusammen nutzen soll. Also entweder Sigmoid oder Filmic, aber nicht beide zusammen, weil da kann es wohl ziemliche Matsch geben bei der Farbe. Sigmoid finde ich einfacher zu bedienen, weil es eigentlich nur von Haus aus nur den Kontrastregler hat. Und bei der Steigung kann man entweder entscheiden, ob in der Tiefe oder in der Lichter komprimiert wird. Also man kann das, wenn es hier in der Mitte steht, wird es gleichmäßig komprimiert, also über das gesamte Lichtspektrum. Ansonsten kann man mehr in der Schatten komprimieren oder mehr in der Lichter. Dazu gibt es aber auch ein Video von mir. So, wie gesagt, neu ist dieser Teil hier mit der RGB-Primärfarbe. Die Ansicht hat man nur, wenn man hier auswählt, die Farbbehandlung je nach Kanal. Wenn es auf RGB-Verhältnis steht, ist es eben weg, aber wir wollen ja je Kanal diese Primärfarbe nutzen. Ich hatte ja im Video zu den Neuigkeiten von Darktable 4.6 mal nachgelesen in der Beschreibung, was dieser Teil hier bei RGB-Primärfarben, was es damit auf sich hat. Und ich hatte dortmals gesagt, dass das Modul wohl besser zu nutzen ist bei bestimmten Lichtstimmungen, wie zum Beispiel Sonnenaufgänge. Grundsätzlich musst du das ausprobieren mit deinen Bildern, die du hast. Ich werde jetzt die nächste Zeit auf jeden Fall mit Sigmoid arbeiten, weil ich es einfacher finde. Und ich habe nachher noch ein Sonnenuntergangsbild, wo ich dir was zeigen möchte. Besondere Lichtstimmungen können aber auch sein, so wie hier,
dass man eben bei künstlichem Licht arbeitet oder fotografiert. In der Dokumentation und auch in den Beschreibungen taucht auch immer wieder der Begriff monochromatisches Licht auf. Damit ist einfarbiges Licht gemeint. Ich habe jetzt kein vernünftiges Bild, wo ich das jetzt richtig zeigen könnte, aber ich versuche es jetzt einfach mal anhand von den folgenden Beispielen. Die Aufnahme ist schon ziemlich alt. Die habe ich ja mal zur Weihnachtszeit im Wohnzimmer gemacht. Also ich habe hier LED-Lichter, ich habe eine verschiedene Deckenbeleuchtungen. Und wenn man jetzt, ich weiß gar nicht, was ich eingestellt hatte als Weißabgleich. Natürlich könnte man jetzt hergehen und den Weißabgleich setzen, dann passt es. Ich wollte aber ein Bild haben, das einen Farbstich drin hat und das trifft es bei dem und auch beim nächsten ziemlich gut. Da kann man nämlich, kann ich dir zeigen, wie dieses Modul arbeitet. Und zwar wirke sich, also das sind ja die drei Grundfarben, Rot, Grün, Blau, und die wirke sich auf den gesamten Farbkanal auf. Also im Prinzip jedes Pixel besteht ja aus der Farbe Rot, Grün und Blau in ihrer Kombination. Ich habe noch in der Pipeline ein Video zum Thema Kanalmixer. Da kommt es dann noch besser raus. Dieses Video kommt jetzt halt einfach davor. Aber in der Regel gehe ich mal davon aus, du weißt, wie die Farben zusammen sind. Also wie gesagt, jedes einzelne Pixel hat die Werte von Rot, Grün und Blau. Prozentuale Anteile. Und so entstehe eben die sichtbare Farbe. Jetzt hat dieses Bild hier einen Rotstich. Und was man jetzt hier macht, mit Rot reduziere, meint man, dass man Weiß hinzugibt. Also der Entwickler hat sich wohl an die Malerei gehalten und wenn jetzt da eine Farbe zu kräftig ist, macht man ja einfach Weiß dazu. Ja? Und genau das kann man hier auch machen. So kriegt man den Rotstich zum Beispiel raus. Natürlich aus dem gesamten Bild. Aber im Prinzip ist genau das, was dieses Modul macht. Ja, es entsättigt mehr oder weniger, beziehungsweise es bringt einfach mehr Weiß auf den jeweiligen Farbkanal. Bei Grün ist da jetzt natürlich auch was zu sehen, aber der Rotstich geht nicht raus. Blau, ja, ändert sich natürlich auch bei jedem Pixel, aber eben, wie gesagt, man hat den Rotstich ja noch drin. Zusätzlich lasse sich die Farbe dann auch noch verschiebe, entweder zu Magenta oder zu Gelb, je nachdem. Kommt noch in dem nächsten Beispiel. Ist einfach mal nur so als Grundlage, was dieses Modul kann oder wo man es braucht. Jetzt gibt es aber noch verschiedene Probleme und das zeige ich dir am nächsten Bild. Nehmen wir mal das hier. Hier habe ich einfach mal draußen in der Landschaft den Weißabgleich auf künstliches Licht eingestellt, damit es einen Blaustich bekommt. Klar, ich kann den Weißabgleich, könnte ich jetzt hier richtig setzen, dann wird das Bild würde passen, aber ich möchte dir Folgendes zeigen. Wenn ich das Blau hier reduziere, habe ich irgendwann einen Punkt, da erscheint die Wolke nicht mehr wirklich blau, sondern eher ins Lila. Man sieht es besser, wenn man hier in den Leuchttisch geht. Ja. Ich hoffe, du siehst es an deinem Monitor auch. Und zwar nennt sich das Ebony-Effekt. Es gibt dazu einen Wikipedia-Beitrag oder Wikipedia-Artikel. Im Deutschen wird da ganz gut erklärt. Das hier ist das Bild von der englischen Seite.
Aber der Ebney-Effekt beschreibt die wahrgenommene Farbtonverschiebung, die auftritt, wenn weißes Licht zu einer monochromatischen Lichtquelle hinzugefügt wird. Also im Prinzip, ich habe hier das blaue Licht und füge einfach weiß hinzu und es fängt dann an, lila zu erscheinen. Ich gerade gucke, hier ist es wieder. Und zwar haben wir dieses Problem hier, also wenn man jetzt bei dem Bild sieht, hier in etwa sieht man eine Farbverschiebung. Und diesen Effekt, also nennt sich eben Ebney-Effekt. Und das hat eben damit zu tun, dass das menschliche Auge oder das Sehsystem eben Farbtonveränderungen wahrnimmt, die eigentlich gar nicht passieren, aber man sieht sie eben. Wie gesagt, auch den Artikel oder den Wikipedia-Eintrag, den Link, setze ich dir unten in die Beschreibung rein. Um dem entgegenzuwirken, kann man entsprechend die Farbe eben verschieben, so dass es mehr oder minder passt, dass dieser Effekt nicht auftritt. Ja, also dafür wäre die Rotation gedacht. Jetzt schreibt der Entwickler, dass man grundsätzlich auch die Voreinstellungen nutzen sollte. Und zwar gibt es hier unter der Voreinstellung gleichmäßig. Und wenn man das mal aufruft, also wie gesagt, ich habe hier einen falschen Weißabgleich, drum sieht man es nicht richtig. Aber diese Grundeinstellung würde im Prinzip überall passen, schreibt der Entwickler. Das musst du einfach mal ausprobieren. Ja? So, und dann kann man wirklich hergehen und kann den Kontrast halt noch entweder rausnehmen oder noch weiter dazu mache, zeige ich dir gleich am nächsten Beispiel. Diese erste beide Bilder oder die erste beiden Beispiele, die ich dir gezeigt habe, die sind einfach mit einem falschen Weißabgleich aufgenommen. Wenn du zum Beispiel in Innenräume fotografierst, nehmen wir mal an, auf einem Konzert oder bei einer Diskothek, wo mit farbigem Licht gearbeitet wird. Wenn du solche Bilder hast, da wirst du das mit dem Modul Sigmoid richtig gut bearbeiten können, beziehungsweise da wird die Funktionalität besser rauskommen. Ich habe leider kein so ein Bild. Ja. Drum habe ich das mit diese beiden gemacht. Das Einzige, was ich habe, ich habe mal so einen Sonnenuntergang rausgesucht. Und zwar, ich zeige mal anhand von dem JPEG, so ist es aus der Kamera rausgekommen. Ich habe hier die Sonne als wahnsinnig weißer Punkt oder weißer Bereich. Dann hat man hier etwas Gelb und es springt irgendwie ins Orangene über. Und diese Farbtonverschiebung, darum geht es im Prinzip. Das sind so die Probleme, die man in der Bilder hat, das möchte man ausgleichen, ja? Dass das nicht so extrem rüberkommt. So, also wenn ich jetzt hier mal das RAW-File lade, dann sieht es schon mal mit Sigmoid etwas anders aus. Wenn Sigmoid ausgeschaltet ist, kommt es so her. Da fehlt also dieser weiße Bereich. Und wenn man jetzt einfach mal hergeht, jetzt kann man da mal rumspielen, kann sagen, okay, wir reduzieren das Rot, guck mal, was da passiert. Ja, das sieht dann schon ziemlich interessant aus. Man kann aber auch einfach mal hergehen und sagen, ich nehme dieses Gleichmäßige. Und dann sieht man, welche Einstellungen der hier im Prinzip so macht. Die kann man natürlich schon noch etwas anpassen. Das ist auch eine Geschmackssache oder Frage, wie es dir besser gefällt, wie das Bild nachher aussieht. Könnt hier noch ein bisschen mehr Kontrast. Was ich jetzt hier noch machen würde, wäre zum Beispiel neues Modul Belichtung, eine neue Instanz. Ich mache mal hier einen Verlauf rein, vielleicht so.
Dann drehen wir den einfach mal. So vielleicht. Und helle hier mal etwas auf. Kann man hier vielleicht. Ja, geht nicht weiter. Mal 5. So vielleicht. Da sieht man auch was. Und jetzt könnte man noch über Farbbalance RGB noch etwas mehr Lebendigkeit rein. So vielleicht etwas heller, ein bisschen mehr Kontrast. Ganz so viel. So, also wie gesagt, ist auch eine Frage, wie es einem selber gefällt. Wenn man jetzt hier mal runter geht zur Drehung, so sieht es ursprünglich aus. Ja. Da ist es dann doch etwas gleichmäßiger, wenn ich da in den Leuchttisch zurückgehe und ich vergleich mal diese beide miteinander. Ja, dann sieht, ist jetzt mein Gefühl, das hier doch angenehmer aus und realistischer wie das hier. Natürlich kann man es noch weiter bearbeiten, aber es sollte jetzt einfach nur mal zeigen, wann das interessant ist, wann man das nutzen kann, das Modul. Noch eine Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen zum Thema Farbempfindung und der Änderung der Farbempfindung. Da setze ich noch den Link unten in die Videobeschreibung rein. Da geht es um den Bezold-Brücke-Effekt bzw. Bezold-Brücke-Phänomen. Da wird es auch nochmal erklärt, wie das mit der Farbtonunterscheidung im menschlichen Auge funktioniert, beziehungsweise was man da wirklich sieht. Ja, also gerade das mit dem beim Sonnenuntergang, mit dem Gelb und dem Orange, mit den Farbabstufungen, sowas wird in diesem Bezold-Brücke-Phänomen-Artikel auch noch beschrieben, wenn es dich interessiert. Okay, wie gesagt, Sigmoid ist gleichzusetzen mit Filmic RGB im szenebezogenen Workflow. Kann man das als Vorgabe nutzen? Probier es einfach mal aus. Und wie gesagt, ich finde es einfacher und mit der Erweiterung jetzt auch eben durchaus interessanter, ja, als das Modul Filmic RGB. Nur ganz wichtig, nicht beide zusammen benutzen. Entweder das eine oder das andere. Also, kommen wir jetzt mal zum Modul RGB Primärfarben. Hatte ich schon gesagt, es sieht ungefähr gleich aus, hat ein paar Regler mehr. Voreinstellungen gibt es keine. Und die obere 3 bzw. die obere 6 Reiter, immer zwei zusammen, beziehen sich auf den jeweiligen Farbkanal wieder. Also die erste beide auf Rot, die zweite auf Grün, die nächste auf Blau. Man kann über die Reinheit verändern, also mehr Farbe hinzufügen, weniger Farbe, wie auch immer. Und hier unten kann man, also es wirkt sich auch wieder auf das gesamte Bild aus, ja, also wirklich auf jedes Pixel. Und man kann dann noch das ganze Bild auch noch zusätzlich einfärben. Das zeige ich nachher an einem Beispiel. Aber um es mal ganz grob zu nennen, man könnte jetzt mal das Rot hier. Da setze ich mal eine Maske auf das Rot, auf die Blume. So. Vielleicht. Nur mal zum Zeiger. Und jetzt können wir die
orange mache, als Beispiel. Ja? Oder entsprechend, je nachdem, welche Farbe man hier sonst noch drin habe, da kommt eben nicht viel dunkler, heller. Aber nur so, um das mal zu sehen, gehen wir mal hier auf 70%. Also das lässt sich einfärben. Ja? Also es macht nichts anderes. Das ist, wie gesagt, ein Kanalmixer, nur eben zum Feinjustieren, sagen wir es mal so. Und was man damit machen kann, zeige ich dir an der nächsten beiden Beispiele. So, ich habe hier noch ein zweites Beispiel, was man machen kann. Einfach mal ein bisschen die Belichtung. Ein bisschen mehr Kontrast. So, und jetzt könnte man hergehen mit der Primärfarbe. Könnte einfach mal rot verstärken, damit das ganze Ding ein bisschen wärmer wird. Kann auch mal gucken, in welche Richtung man so geht. Grün kann man da verstärken. So vielleicht, und das Blau, dass man das richtig krass mal macht. Also hier diese Stops, das sind übrigens so Soft-Stop. Wenn man dann mit der rechten Maustaste drauf geht, kann man eben die Zahl direkt eintippen, dann wird es noch größer. Oder halt, dann wird der Bereich, geht dann noch weiter. Und man könnte über Farbbalance RGB etwas Kontrast noch ins Bild bringen. Noch die Farbe erhöhen. Ja, also man kann. Ja, die Lichter sind jetzt etwas arg viel. Mal dann etwas zurück. So vielleicht. Also man kann da damit rumspielen. Und man kann eben die Farbe verstärken in andere Farbbereiche rein, eben dass es oranger wird oder eben da ins Bräunliche rein. Je nachdem, wie man das möchte. Ja. So sah das Ursprungsbild aus. Und man sollte natürlich schon auch auf das Richtige gehen. Und den Snapshot. So war der Ursprung. Ja. Da kann man richtig schön damit spielen. Dann habe ich noch ein drittes Beispiel, was man auch noch machen kann, und das zeige ich dir jetzt. So, und das dritte Beispiel ist das hier. Ich hatte nach einem Bild gesucht, irgendwie Autos bei Nacht in der Stadt. Da habe ich nichts, also ich selber habe nichts, darum habe ich mir das hier runtergeladen. Ich schreibe auch ins Kommentarfeld, woher ich das Bild habe. Ist ein freies RAW. Und deswegen möchte ich noch zeigen, wie man das bearbeiten kann. Da gehe ich als erstes mal, richte mal das Bild etwas aus. So vielleicht, dass es ein bisschen gerade ist. Vielleicht ein Ticke heller. Und was ich jetzt machen möchte, ist die Lichter einfärben, das ganze Bild einfärben, dass es so ein bisschen einen mystischen Look bekommt und das Ganze dann auch etwas soft aussieht noch. Und dazu nehme ich die RGB Primärfarbe und setze mir mal eine Maske als erstes mal auf die Highlights. Ja, vielleicht so in etwa. Und färbe die mal rot ein. So, man sieht noch nicht viel, aber das kommt gleich. Und zwar über das Modul Diffusion und Schärfe.
Das setze ich einfach mal in der Pixel-Pipeline etwas höher. Die Radiosperre, so. Und schon kommt es hier rot. Das ist zu viel. Machen wir mal 2. So in etwa. Und dann gehen wir nochmal her. Machen eine neue Instanz. RGB Primärfarbe. Dann nehme ich eine Rastermaske. Suche mir die RGB Primärfarbe von vorher. Und invertiere das. Dann habe ich der Rest vom Bild und setze den so in die Richtung Cyan vielleicht. Machen wir den auch mal höher. So zum Beispiel. Mal gucken, ob man da noch den richtigen Ton trifft. Es gibt etwas grün. So vielleicht. Der Belichtung vielleicht noch ein Ticke höher. So, kann er nochmal eine neue Instanz von der Belichtung und setze hier unter. Na, so vielleicht hin. Helle das auch mal noch ein Stück auf. So. Nicht zu viel. Und dann kann man noch die Leuchtkraft hier noch etwas verstärken. Und dann kann man natürlich auch hergehen bei Farbbalance RGB. Kann die Mitteltöne und die Schatten noch etwas heller machen. Beziehungsweise etwas farbiger. Und ja, man könnte auch dem Rot vielleicht einfach noch einen Schubs geben. Ja, wir lassen das so. Mit weniger Klicks und mit weniger Einstellungen hat man eigentlich da schon was Brauchbares. Wenn man sieht, das ist das originale Bild. Und so hat sich's verändert. Ja. Also solche Sachen lasse sich mit RGB Primärfarbe machen. Also das ist mehr so das künstlerische oder für den künstlerischen Touch. Wie gesagt, es ist ein Kanalmixer für mehr oder weniger Feintuning. Und du siehst, was man da damit so alles anstellen kann. Das waren jetzt nur einfache Beispiele. Probier es am besten selber aus. Arbeite damit. Ich hoffe, der Unterschied zwischen dem Modul RGB Primärfarbe und der Erweiterung von Sigmoid sind klar geworden. In diesem Sinn soll es dann auch gewesen sein. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du das Video angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Wenn noch nicht passiert, abonniere doch bitte den Kanal. Setz die Glocke, dann wirst du informiert, wenn ein neues Video kommt. Bei Frage einfach in die Kommentare unter reinschreiben. Ich versuche mein Bestes, mein Möglichstes, auch immer recht zeitnah zu antworten. Ja, und sonst wünsche ich dir einfach weiterhin viel Spaß mit deiner Fotografie. Weiterhin viel Spaß mit Darktable. Würde mich freuen, wenn wir uns hier wiedersehen. In diesem Sinn, bleib gesund, sonnige Grüße und tschüss.